Ich starte mal. Mein Name ist Hans Wedenick. Ich lebe, arbeite hier in Berlin. Ich habe gemeinsam mit Heiko Pschihotnik das erste freie Schulbuch initiiert. Von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftswissenschaftler, habe sehr viel mit Medien zu tun und ja, nebenbei habe ich da jetzt noch vor 3 Jahren auch versucht, mit meiner Dissertation zu beginnen, wo ich im Bereich digitale Medien und innere Differenzierung da die Potenziale versuche auszuloten. Mein Name ist Heiko Pschihotnik und ich bin Biologie- und Sportlehrer hier in Berlin. Habe auch vor meinem Dasein als Sportlehrer schon viel mit Jugendarbeit zu tun gehabt, Skilaufen, Radfahren, sowas in der Art. Und habe dadurch auch eher die Kids wirklich an der Basis auch kennengelernt, also auch aus problemhaften Bereichen. Und mir ist halt auch immer wieder aufgefallen, wo eigentlich so die Probleme liegen, um deren Lernbereitschaft irgendwie ja, zu unterstützen. Und diesbezüglich ist es eigentlich auch so ein Futter gewesen oder eine Herzensangelegenheit, auch die, ich sage jetzt mal, sogenannten Loser wieder mit ins Boot zu holen. Also dieser Grundgedanke, der ist auch in diesem Schulbuch Ummahd mit eingewoben. Ja. Ja, zum Werdegang ist so eine ganz klassische, typische Berliner Hinterhausgeschichte mehr oder weniger oder Kneipengeschichte. Also wir sind beide Eltern und haben uns überlegt, dass irgendwie dieses Lernverhalten unserer Kids überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was in Schule passiert. Also ich habe ja da nun einen etwas tieferen Einblick, aber auch als Eltern bekommt man ja, also wenn man nicht Lehrer ist, einen Einblick, was da so läuft. Also dieses Lernen vom Blatt und was weiß ich. Und letztlich gucken die sich YouTube-Videos an und möchten interaktiv irgendwas machen, irgendwas neu gestalten und nicht irgendwie irgendwas ankreuzen und ausstreichen und neu schreiben mit der Hand. Und da haben wir uns überlegt, also zeitgemäß ist es schon lange nicht mehr und jetzt müssen wir was machen und was können wir machen? Und mit unseren Professionen haben wir überlegt, da könnten wir mal so einen Versuchsballon starten. Ja. Noch dazu kam ja ein knappes Jahr davor, ist ja Schultrojaner-Streit gerade auf. Da ging es ja darum, die Schulserver sozusagen noch einmal überprüfen zu können, ob da nicht Urheberrechtsverletzungen begangen werden oder wurden. Und das hat ja einen ziemlich großen Aufschrei, zumindest bei engagierten Menschen, gegeben, die gesagt haben, nee, also das geht jetzt zu weit. Und das war eigentlich so der Initialpunkt überhaupt für OER, auch in Deutschland, war diese Schulbuch-Trojaner-Idee, die ja dann doch wieder verschwunden ist. Und sozusagen daraus hat sich dann erst die Diskussion gebildet, hier über offene Inhalte zu sprechen. Und da sind wir dann so ziemlich. Das hat dann für uns genau gepasst, dass wir das erkannt haben. Ja, also einerseits schlechte Situation, unsere Kinder, die Bücher liegen in der Ecke, tragen das schwer rum, sind veraltet. Also wirklich, das sind ja jetzt, klingen wie Plattitüden, das ist aber die Realität. Das ist es ja. Und das hat dann einfach so gestört. Und dann kam eben diese Bewegung sozusagen dazu, und die wir dann mittels so einer Crowdfunding-Aktion einfach mal gecheckt haben, ob es da mehrere gibt, die so denken wie wir. Und nachdem das dann erfolgreich war, war irgendwie klar, da gibt es eine Gemeinschaft, da gibt es viele, die gleich ticken und denken. Und ja, dann war ja auch so ein Grundstock an Geld da, um so ein Buch zu machen. Natürlich einerseits viel zu Ja. wenig, also ein Schulbuchverlag lacht uns aus mit diesem Betrag. Aber für uns war es ganz wichtig, weil auch eine Community erzeugt worden ist und ja, so ging es dann los. Dann müssen wir so ein bisschen splitten. Also es gibt verschiedene erfolgreiche Einsätze. Als die erste Version rauskam, da war es so, dass sich die eigentlich jeder runterdownloaden konnte, ohne dass wir wirklich wussten, wer dahinter steht. Und die Resonanz, die war schon recht gut, aber von der Qualität her hatten wir jetzt wenig Einblick. Die Aber Resonanz war sogar Resonanz, gewaltig, ja, ja. also gewaltig. Wir haben ja, wir haben dann bei 40.000 Downloads eigentlich aufgehört zu zählen und das war vor einem halben Jahr, weil uns auch klar war, dass da einfach zu viele Spam, zu viele Roboter sich da einen Download, weil er offen da lag, abgeholt haben. Seit einem guten halben Jahr oder fast einem halben Jahr ist jetzt diese Version so draußen, dass man sich eben nicht mehr gleich so dieser runterladen kann mit dieser menschlichen Aufgabe.
Und wir haben jetzt etwas über 400. Also viereinhalb Monate. Knapp 450 Downloads, genau. Also nachweisbar. Und da, die sind bunt gefächert. Also von Privatpersonen über Lehrer, über Schulen, über Institutionen wie zum Beispiel Universitäten oder Interessengemeinschaften. Das sieht man einfach dann an der Endung der E-Mail-Adresse, nachdem wir sonst keine Daten nachfragen. Aber da ist die Waldschule xy.de. Da ist eine Österreich, Schweiz, alles mit dabei. Pädagogische Hochschule, da ist Senat Berlin dabei, da auch, sind genau. Verlage dabei, Schulbuchverlage. Man sieht es, dass es natürlich alles Menschen sind, die ja dann interessiert sein müssen. Und es ist für uns eigentlich noch immer jetzt faszinierend, wir haben auch vorhin darüber gesprochen, dass es eben monatlich 100 Menschen sind, unique, einzigartige, die da aufgrund irgendwelcher Kommunikationskanäle da drauf kommen, sich das Buch herunterladen. Also ein Biologiebuch, wie gesagt, nochmal ein Schulbuch. Das ist, also das zeigt auch das Spektrum, glaube ich, wie es verwendet wird. In der Schule denken wir, wenn dann nur in Teilen, also sozusagen Kapiteln ja. Oder eine Abbildung oder irgendein besonderer Text oder ein Text, der dann selbst wieder verändert wird oder so. Und genauso soll es ja auch gehandhabt werden. So dass es jetzt eine Lehrerin, ein Lehrer hernimmt, um dann mit unserem Buch den Biologieunterricht für 7. und 8. Klasse zu gestalten, das haben wir auch nie, das war nie unser Anspruch. Wir haben gesagt, wir erfüllen den Rahmenlehrplan, genau das, was die Themen, die da drin sind, entsprechen dem Rahmenlehrplan. Aber wie es und wann es von Lehrerinnen und Lehrern eingesetzt wird, ist ja wie auch ohne OER immer von denjenigen abhängig, der dann im Unterricht drinsteht und der hat sich ja bisher schon immer Copy and Paste mit Schere und ach, na klar. Klar, das zusammengestellt. Genau. Da ist auch ein sehr guter Ansatzpunkt jetzt, um beispielsweise auch darzustellen, dass sehr wohl auch Bildungspolitiker darüber nachdenken. Wir haben ja hier einen Staatssekretär, Hackles, der sich sehr informiert jetzt über OER und der beispielsweise auch jetzt einen Twitter-Account oder ähnliches veröffentlicht hat. Man kann durchaus auch darüber nachdenken, Lehrer und Inhalte zukünftig zu beurteilen. Etwas, was wir schon immer sagen, das ist ja das Rating sozusagen, das hilft uns ja auch bei so vielen Dingen. Und wenn ich heute von anderen Schülerinnen und Schülern einen hochgerateten Inhalt habe, beispielsweise, dann kann ich mir schon ziemlich sicher sein, dass der gut ist. So, das geht aber wiederum nur, und da sind wir wieder bei dem Punkt, mit OER-Materialien. Alles andere, allein um da den Zugang zu erhalten, müsste ich mich ansonsten schon für ein System oder für eine Plattform entscheiden. Also auch solche Möglichkeiten sind dann unmittelbar oder mittelbar an die Öffnung von Inhalten gebunden. Zumindest mal eine Teilöffnung. Und das war ja auch unser Ansinnen, einfach zu zeigen, zu sagen, wenn man will und wenn man macht, dann geht das auch. Und dass das jetzt nicht bei allen Inhalten sofort funktionieren wird, ist uns ja allen klar. Dass es jetzt zumindest schon ein Budget gibt von der Bundesregierung dafür in diesem Jahr hier in Deutschland mal 2 Millionen und dann wahrscheinlich aufgestockt im nächsten Jahr auf 5. Ist ja auch schon so ein kleiner Schritt. Man muss jetzt gucken, was passiert mit dem Geld. Können ja auch gerne Schulbuchverlage erhalten. Da hat niemand etwas dagegen, wenn damit dann Inhalte produziert werden, die offen sind. Logischerweise, das ist auch daran gebunden. Und die können sich noch immer viel Geld verdienen, indem sie Zusatzmöglichkeiten anbieten. Module für Lehrer, Lehrervorbereitung, Prüfungsvorbereitung. Also mit vielen Möglichkeiten, mit Apps sozusagen da noch an so einen Grundstock an offenen Inhalt anzudocken. Genau. Also diesbezüglich hat der Herr Rackles auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die jetzt erstmal so ein bisschen versucht zu erarbeiten, in welcher Form oder welche Weichen müssen gestellt werden, dass OER-Material in Schulen erstellt werden kann. Da gibt es dann immer diese Probleme, die sich jetzt so ein bisschen herauskristallisieren, also Schulbuchomat ist im Übrigen nicht dabei,
dass viele, da sind halt viele Einrichtungen vertreten aus verschiedenen Bildungsbereichen, unter anderem auch das Naturkundemuseum Berlin und Lehrerfortbildungszentren etc. etc., dass viele diesbezüglich erstmal noch im Theoretischen arbeiten, also wenige wirklich praktische Dinge schon umgesetzt haben. Und dann hat sich auch herauskristallisiert, dass erstmal die groben Hürden überwunden werden müssen, zum Beispiel rechtliche Voraussetzungen. Was darf ein Lehrer produzieren? Was darf er vor allem publizieren? In welcher Form darf es weitergereicht werden? Wem gehört der Inhalt, den der Lehrer produziert? In der genau. Schule, ja? Und vor allem, welches Medium benutzt er? Weil das Problem ist nämlich auch, wenn du ein Medium benutzt, was nicht frei ist, dann ist das dein Trojaner sozusagen, um da ein Copyright draufzusetzen. Du kannst ja nicht einfach einen Inhalt an ein Medium sozusagen binden und dieses beides irgendwie frei zur Verfügung anderen rüberschieben sozusagen. Also da muss auch irgendwo was her, dass dieser ganze Bereich Hardware, Software recht abgedeckt wird, bevor irgendwas passieren kann. Dann haben wir noch, jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die nächste Frage mit rein, das Problem, was uns persönlich jetzt bei der Erstellung des Schulbuchmarken aufgefallen ist, aber was auch grundsätzlich so jetzt in den Jahren uns immer wieder angetragen wird, viele Menschen haben Angst. Die haben Angst davor, ich stelle mein Material zur Verfügung. Hilfe, vielleicht ist da ein Fehler drin. Hallo, darum geht's. Dann sieht jemand den Fehler und dann wird er ausgemerzt. Ansonsten arbeitet die Person immer weiter mit seinem selben Fehler da in Zukunft. Und so soll es ja dann eben nicht sein. Also man bereichert sich ja gegenseitig. Aber es sind halt Ängste. Das andere sind auch diese rechtlichen Ängste wieder. Was darf ich damit machen? Oder dann auch, ich bin engagiert und die anderen, die ruhen sich auf meiner Arbeit aus. Was ja auch relativ blödsinnig letztlich ist, weil alle können gar nicht zuarbeiten, es würde einfach von der Masse gar nicht gehen. Aber wenn die paar, die wenigstens engagiert sind, dann zuarbeiten, dann kann es ja qualitativ nur besser werden. Und letztlich geht es ja um die Bildung aller Schülerinnen und Schüler. Da kann auch der mal faule Lehrer davon partizipieren. Aber dann haben die Schüler was davon. Darum geht es. Ja. Es geht nicht darum, dass der eine fleißig ist und der andere faul. Und da gibt es wiederum dann das Problem, wie geht man mit denen um, die produzieren, und wie geht man mit denen um, die nicht produzieren. Und da muss auch noch darüber diskutiert werden, also was in diesem direkten Schulsystem jetzt sozusagen überlegt werden müsste. Jeder Mensch ist verschieden, das haben schon Philosophen vor Jahrhunderten erkannt. Wie haben sie das gemacht? Und da ist nun mal ein Riesenvorteil mit zum Beispiel digitalen Schulmedien, dieser inneren Differenzierung der Arbeit der Lehrerin und des Lehrers auch, die zu unterstützen, weil ich eben, das konnte ich mit dem Buch nicht. Ein Buch war für alle, mit dem gleichen ist es auch heute noch, von A bis Z. Und da kommen wir eben dann wieder letztlich zu der Notwendigkeit, Inhalte offen und frei zu haben, weil ich dann tatsächlich eben sozusagen auch aus den Erfahrungen, die im pädagogischen Prozess tätigen, bekommen, die weiterzugeben, sagen zu können, also ich habe hier mit jemandem, der noch Sprache ganz schlecht lernt, mit diesen Übungen das beste Ergebnis und so weiter. Also diese Möglichkeiten, auch der Chancengleichheit letztlich in der Bildung, das große Manko in Österreich wie auch in Deutschland, sonst sind wir überall ganz vorne, in allen Wirtschaftszahlen, da brüsten wir uns, wie toll wir sind, und daran stößt sich keiner, dass wir, was die Chancengleichheit anbelangt, an 15., 17., 18. Stelle stehen, an Entwicklungsländerstand. Weil es eben wahnsinnig schwierig ist für Kinder, die aus nicht bildungsaffinen Gesellschaftsgruppen kommen, überhaupt in das System einzusteigen. Und das ist letztlich, also auch da ist diese Notwendigkeit von dieser Warte aus betrachtet gegeben, Grundinhalte zu öffnen, frei zur Verfügung zu stellen und anwachsen zu lassen, anreichern zu lassen, darüber diskutieren zu können. Das ist sozusagen mehr denn je gefordert aus unserer Sicht.